Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wladimir Simonov von Simonov Consulting und heute sprechen wir über ein sehr, sehr spannendes Thema, was die meisten Vermittler, Berater, Vermögensberater, Finanzberater, Finanzvermittler falsch machen. Ja? Und zwar, es gibt so viele Produktschulungen, es gibt so viele sehr komplizierte Dinge, die wir in diesem Beruf wissen müssen als Versicherungsvermittler, Finanzberater. Ein Haufen Gesetze, ein Haufen Verordnungen, Haufen Rechtsprechung, Haufen Versicherungsbedingungen und Tarife, die wir auswendig lernen müssen. Und da ist halt sau viel in diesem Bereich auch, den wir geschult bekommen. Das heißt, es gibt mega viele Produktschulungen. Jeder Versicherer stellt sich nach vorne, macht irgendwie grüne Hakel an jedem Punkt und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass die meisten Vermittler, die meisten Berater einfach zum Kunden hingehen und das Gleiche machen. Die sagen, wir haben alle HKL grün, kauft das jetzt bei mir. So. Und damit macht sich aber der Berater selbst vollkommen überflüssig. So. Er stellt nicht mehr heraus, was seine Dienstleistung ist, was sein Mehrwert ist, weil er denkt, das wäre selbstverständlich, was aber nicht selbstverständlich ist, dazu kommen wir gleich, und stellt einfach nur heraus, wo die Produkte, die er vielleicht verkauft oder die er vertritt, was die für Vorteile haben. Das Produkt ist aber egal. Verstehe mich nicht falsch. Natürlich sind die Bedingungen, die Leistungen, die Schadenregulierung, die Kosten, natürlich spielen die eine Rolle. Aber zuallererst muss der Kunde dir vertrauen, dir als Berater, und er kauft von dir und er kauft diese Dienstleistungen, die du ihm verkaufst, weil er dir vertraut. Kein Kunde, selbst die wenigsten Berater, können überhaupt die Produkte fachlich beurteilen, weil, naja, die Versicherer tun alles Mögliche, um das zu verschleiern, um diesen Vergleich fast unmöglich zu machen. Und diese Produktvergleiche, so, die bringen auch niemanden weiter, ganz, ganz ehrlich. Immer wieder sehe ich in Vermittlergruppen folgende Frage. Hey, ich habe hier einen Kunden, der ist versichert bei Gesellschaft XY in dem Tarif Z. Und welche Nachteile hat dieser Tarif? Leute, das sind keine Argumente, mit denen ihr gut verkaufen könnt. Ihr müsst nämlich wirklich euren Job beherrschen. Und der Job eines Beraters beginnt bei der Bedarfsermittlung, Risikoermittlung, dann geht er Überprüfung, ob der aktuelle Vertrag überhaupt dem Bedarf oder dem Risiko entspricht. Dann prüfen, ob man im Endeffekt dieses Risiko überhaupt eindecken kann und dieses Risiko richtig konfigurieren, richtig eindecken, die Betreuung gewährleisten und dann im Leistungsfall, im Schadensfall zur Seite stehen. Das sind einfach die Punkte, die sind für einen Vermittler und für einen Kunden mega, mega wichtig. Ich mache euch das mal an ein paar klaren Beispielen mal fest. Ja? Nehmen wir mal an, jemand ist superreich. So, da hat irgendwie ein passives Einkommen schon über Aktien, Immobilien in Höhe von irgendwie 20, 30, 50.000 Euro im Monat aufgebaut und hat eine private Krankenversicherung ohne Krankentagegeld. Da würde ich erstmal grundsätzlich sagen, ist keine Fehlberatung, weil da hat er genug passive Einnahmen, dass egal ob er krank ist oder gesund, er genug Einkommen hat, dass seine Familie und er gut leben können. Wenn er zum Beispiel von mir aus 100.000 Euro im Monat braucht, hat aber nur 50.000 Euro aus passiven Einnahmen, ja, dann muss man das restliche Geld irgendwie versichern. Ja, vielleicht. So. Oder man muss halt dem Kunden halt raten, durch eine Finanzplanung, hör mal zu, warum ballerst du 100.000 Euro jeden Monat raus? Ja, muss halt irgendwie vielleicht ein bisschen auf die Kostenbremse treten und ein bisschen weniger raushauen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel fragen würde, welche Nachteile hat dieser Tarif, den du hier mir vorlegst, sondern würde ich sagen, erstmal pauschal kein Krankentagegeld, aber durch die Beratung in der Institution des Kunden braucht er vielleicht gar keinen KT, weil er schon genug Geld, genug Vermögen auf der Seite hat. Nächstes Beispiel, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit. So. Welche Nachteile hat irgendwie Gesellschaft XY bei Berufsunfähigkeit? Keine Ahnung.
Der Kunde braucht vielleicht aber das Doppelte oder das Dreifache an Biorente, was diese eine Gesellschaft ihm anbietet. Das heißt, ich muss vielleicht zusammenbauen und den entsprechenden aktuellen Schutz schon irgendwie mit einbauen in die zukünftige Lösung. Mit zwei Verträgen, mit drei Verträgen von mir aus, mit Nachversicherungsoptionen, damit die das hinbekommen, dass der Kunde bedarfsgerecht versichert ist. Während der Betreuung. Es kann ja zum Beispiel sein, dass du irgendwas erkennst, irgendein Beratungsanlass, den erkennt der Kunde gar nicht. Ja? Beispiel, private Krankenversicherung. Ein Kind wird geboren und der Kunde denkt, das wäre automatisch bei der Mutter gesetzlich krankenversichert. Dabei muss es aber oder sollte es privat krankenversichert werden beim Vater. So. Und du bekommst zufällig mit oder durch deine prozessoptimierte Betreuung, dass im Endeffekt dieses Kind geboren wurde und machst den Vater darauf aufmerksam, dass er das jetzt ohne Gesundheitsprüfung nachversichern könnte, nachversichern sollte in seiner privaten Krankenversicherung. Ja, damit ist allen geholfen und man spart sich später einen Haufen Ärger. Der Kunde selbst hätte es nie entdeckt. So, das heißt, egal wie gut der Vertrag ist, egal wie schlecht der Vertrag ist bei der Gesellschaft, wo er gerade ist, in der PKV, spielt gar keine Rolle. So, die ganze Geschichte ist einfach nur durch den Betreuer, durch den Berater zustande gekommen, dass da etwas geregelt wurde. Und im Leistungsfall. Ich erzähle immer wieder super gerne den Leistungsfall von einem Bekannten von mir, der hat hier eine Versicherungsagentur und eines Tages kam ein Kunde zu ihm, richtig aufgebracht rein, hat gesagt, das reicht, die ganzen Versicherungen werden ihm zu teuer, er muss jetzt alle Versicherungen kündigen, weil er kann sie nicht mehr leisten, der ist schon einfach viel zu lange krank und die Versicherungen, ja, die zehren an seinen finanziellen Möglichkeiten, er kann sie die einfach nicht mehr leisten. Dann hat mein Bekannter erstmal die Verträge angeschaut und festgestellt, da ist eine BU mit dabei, also eine Berufsunfähigkeitsrente. Und hat ihm gesagt, hey, also wenn Sie längere Zeit krank sind, dann kann ja sein, dass Sie berufsunfähig sind, lassen Sie uns das prüfen, ob Sie eine Biorente von mir bekommen, also quasi die Versicherungsleistung, weil Sie haben, glaube ich, gar nicht gecheckt, dass Sie jetzt aktuell schon im Schadensfall sind und versuchen, aus Ihrem laufenden Einkommen Versicherungen zu bezahlen, die jetzt schon Sie bezahlen würden. Und da hat sich mit dem in der Agentur fast geprügelt, um den zu zwingen, die BU-Rente zu beantragen, weil der Kunde dachte die ganze Zeit, der Vertreter würde ihn gerade hier reinscammen und würde ihn dazu überreden, einfach einen nützlosen Vertrag zu behalten, einfach nur wegen ein paar Euro. Und hat gar nicht gecheckt, dass mein Bekannter ihm super gerne einfach Geld auszahlen würde aus seiner BU-Rente, weil der versichert war und diese BU-Rente bekommen würde. Und wisst ihr, was am Ende war? Am Ende hat er die BU-Rente bekommen und war total happy. Und ohne Berater hätte er sich über die Verträge nur geärgert und hätte sie einfach gekündigt. Ich habe das so oft mitbekommen, teilweise, dass todkranke Menschen ja, aus irgendwelchen Gründen, Verwirrung, Geldmangel, teilweise Lebensversicherung kurz vor ihrem Tod kündigen. Dass Leute, die zum Beispiel schwer krank sind, dass die weiterarbeiten, um die Firma zu retten oder um ihren Chef zu unterstützen oder. Dabei begehen sie eine Überobligation, sind aber eigentlich schon berufsunfähig, bekommen das Geld nicht, weil sie kommen gar nicht auf die Idee, wenn ich jetzt weiterarbeite, kann ich auch über die BU-Rente Geld bekommen. Und das ist absolut lost. So. Und ein Berater kann das erkennen. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen all den Produkten, die es auf dem Tisch gibt, so, und dem, was ich anbiete, der einzige Unterschied bin ich. Der Berater ist der einzige verdammte Unterschied zwischen all den Verträgen und der Kunde kauft den Berater. Der Kunde muss dem Berater vertrauen. Der Kunde muss verstehen, dass der Berater das wichtigste Element ist im Versicherungsschutz. Ohne den Berater würde er nicht mal merken, wenn er einen Schaden hat teilweise. Ohne einen Berater würde er niemals zu seinem Geld kommen von der Versicherung. Ohne einen Berater hätte vielleicht viele wichtige Versicherungen gar nicht und würde pleite gehen, weil er einfach seinen Bedarf falsch einschätzt oder Fehler begeht, wenn er den Vertrag irgendwie selber falsch konfiguriert oder abschließt. Und das sind einfach die Punkte. Die meisten Vermittler checken das einfach nicht und vergleichen nur Tarif mit Tarif mit Tarif mit Tarif. So. Aber es kommt nicht auf den Tarif drauf an. Der allerbeste Tarif bringt nichts ohne eine Beratung, ohne eine Betreuung. Gar nichts. So. Kein Kunde
würde auf die Idee kommen, zum Beispiel wegen einer Forderungsausfalldeckung, dass wenn er von jemandem beschädigt wird, dass er das Geld von seiner eigenen Haftpflicht fordert. Das ist vielleicht einmal irgendwann mal von jedem Berater gehört, dass da eine Forderungsausfalldeckung gibt. Aber der wird sich nicht mehr daran erinnern, nicht mal eine Woche später. So. Und dann passiert wirklich tatsächlich ein Schadensfall, wo ihm jemand schädigt, vielleicht sogar vorsätzlich, mit einer hohen Summe, wo man selber in der Kreide steht. Man kann die Kohle nicht eintreiben von dieser Person, weil diese Person hat kein Geld. Und man kommt einfach nicht auf die Idee, das von eigenen Haftpflichtversicherung zu fordern. Und wenn ich als Berater sowas mitbekomme, natürlich helfe ich dann sofort. Und natürlich hat der Kunde dann einen Vorteil von mehreren 1.000, 10.000, 100.000 Euro. Da braucht man gar nicht darüber zu diskutieren. Das bedeutet, jeder Vermittler, jeder Berater sollte am meisten seine Person verkaufen. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder meine Probleme im Sinne von, ich bin ja bescheiden, ich möchte mich auf den Podest stellen, ich möchte nicht irgendwie arrogant wirken, ich möchte mich nicht irgendwie größer machen, als ich bin, bla bla bla. So. Doch, doch, du musst einfach, dir muss klar werden, dass der Kunde einfach von dir kauft. Er kauft dich, er kauft deine Dienstleistung, deine Person. Und die Verträge sind egal, egal, das ist Fugazi, das ist Feenstaub. So. Natürlich ist es besser, wenn die Verträge besser sind. Natürlich ist es besser, wenn die Verträge bessere Bedingungen haben, klare Bedingungen. Natürlich ist es besser, wenn diese Gesellschaft, bei der man versichert ist, auch eine vernünftige Gesellschaft ist, die auch reguliert. So. Aber am Ende des Tages wirst du nicht mal erkennen, vielleicht, wenn du einen Schadenfall hast. Wirst du nicht mal erkennen, wenn du Beratung betreuen oder Bedarf hast für irgendeine Versicherung. Die meisten Menschen wissen nicht mal, was manche Versicherungen machen. Es gibt zum Beispiel, ja, sogar eine Versicherung, dass sich deine Mitarbeiter hintergehen und Geld von deinem Konto wegbuchen. Ja? So, das bedeutet, gibt es einfach eine Vertrauensschadenversicherung, die dich gegen Bitch-Moves von Mitarbeitern schützt. Und vielleicht ist dir das schon mal sogar passiert, dass ein Mitarbeiter dich betrogen hat. Und du hast nicht gewusst, dass man dagegen hätte versichern können. Und mit dieser Information hätte sich vorher dagegen versichert, statt später dahinterher zu holen. Also, deswegen mein Appell an alle Berater und Vermittler. Bitte, bitte verkauft euch selbst und weniger die grünen, roten Häkchen, Kreise, Eulen, Sterne, was auch immer, was die Produkte euch suggerieren, was sie geil macht. Kein Medikament ist geil per se, sondern die Medikamente sind richtig, die mit der entsprechenden ärztlichen und Beratung vom Apotheker eingenommen werden zur richtigen Krankheit. Genauso mit Finanzprodukten ohne Aufsicht nicht einnehmen. Genauso mit Versicherungen ohne Aufsicht nicht einnehmen und immer sich überwachen lassen. Also, deswegen lernt mal, wie das richtig geht und verkauft einfach mehr eure eigene Dienstleistung euch selbst, statt immer wieder die gleichen Eulen Kleingedruckten. Bis dann, bis zum nächsten Mal, dein Wladimir Simonov.